Das ist Nickys Haus. Was machst du da? Beeil dich, mein Junge. Deine süße Schwester. Hallihallöchen, Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Watch Dogs. Wieder hier in Chicago und deswegen. Hey, das war ein sehr unschönes Treffen. Bring mir direkt runter da. Wir waren mal Freunde. Ich hab dir so viel beigebracht. Sieh dich an, du bist ein super Hacker. Bist du das in den Nachrichten? Der Rächer? Du erwähntest einen zweiten. Und wir wollen Hacker bei die Hauptmission machen. Zwar ist die Hauptmission hier. Schon, dass es noch einen gab. Du hast also was Neues. In der letzten Folge hatten wir ein bisschen Nebenmissionen gemacht und so. Auch kamen lange keine Watchdogs mehr. Wie gesagt, ich bin noch, war noch meine krank. Meine und hatte halt auch noch viel zu tun privat. Und deswegen konnte ich das leider nicht so machen. Ich muss gerade noch was einstellen. Und zwar habe ich eigentlich schon immer. Genau. Genau. Aus. Danke. Und ich werde mal vielleicht, wenn ich nächstes Mal Watch Dogs aufnehme, meine eigene Musik, also die ich benutzen darf, mal dahinter malen bzw. laufen lassen. Ich glaube, ist auch nicht schlecht. Aber ich weiß nicht, ob ich das machen werde. Mal schauen. Ich glaube so, weil Watch Dogs auch ziemlich auf Story achtet. Und sollten wir es eher nicht so machen, weil ich glaube, das mindert ein bisschen Spielspaß. Und ich freue mich endlich in der Welt von Chicago wieder leben zu dürfen. Das hört sich jetzt irgendwie voll komisch an. Aber egal. Und endlich mal hier Watch Dogs zu zocken. Das Spiel macht ja mehr, wie gesagt, sehr viel Spaß. Und ich würde das auf jeden Fall durchspielen. Anders sieht es ja bei Wolfenstein aus, weil. Ich weiß nicht, das ist nicht so irgendwie meine Kategorie, die ich unbedingt jetzt spielen will. Und ich glaube, also das Spiel ist nicht schlecht, ja, aber weiß nicht, meine Spielkategorie ist es wie gesagt nicht, sagt mir nicht so als Display zu. Das kam ja auch nicht so gut an bei euch. Ich glaube, wir sind vorbeigefahren, oder? Kann das sein? Na ja, wir fahren mal hier lang. Was ist? Ist das? Ach guck, da unten ist es. Da müssen wir eben laufen. Hier ein paar Meter. Halt durch, Junge. Halt, heißt auf jeden Fall die Mission. Wahrscheinlich sehen wir da Damien. Einmal hacken. So. Mission starten. Ich muss mich beeilen. Damien Stolz ist sein Schwachpunkt. Das spiele ich aus. Er muss sagen, was er weiß. Dann muss er weg. Er ist zu unbesonnen, zu gefährlich. Treffen Sie Damien auf dem Platz. Gegen einen Anruf. Die Antwort wird dir sicher nicht gefallen. Weißt du was? Vergiss es. Ich brauche sowieso nichts von dir. Du hast mir nur Ärger gemacht. Das Gespräch ist beendet. Oh, zu spät, Aiden. Du wirst nicht glauben, wo ich bin. Aber egal, ich schicke dir den Feed. Finde einen Fernseher und sieh selbst. Das ist Nickys Haus. Was machst du da? Beeil dich, mein Junge. Deine süße Schwester braucht dich. Damien! Alter, was für ein Asi. Was ist der für ein Penner? Damien, was machst du denn? Mann, muss das sein? Was macht er mit unserer Schwester? Reicht das nicht, wenn er schon unsere Nichte auf dem Gewissen hat? Oder muss er jetzt auch noch meine Schwester umbringen? Alter, ich brauche ein Auto und zwar schnell. Unsere Nichte war das, ja. Alter, was für ein Pisser. Übrigens, das Husten war nicht von mir, das kann man im Spiel. so, da vorne ist es. Alter, das. Diese Arschloch. Du musst einen auf die Schnauze kriegen. Was machst du da, Alter? Er spielt mit mir. Der Hurensohn spielt mit mir und ich fall drauf rein. Was macht er nur bei Nicky?
Er tut ihnen nichts. Ich bringe ihn um, wenn er sie anfasst. Das muss er wissen. Nein, er versucht mich hinzulocken. Er will mit mir arbeiten. Den Kerl finden, der uns angriff. Scheiß drauf. Ich muss ihn erledigen. Oh ja. Wo geht's hier rein? Achso, das ist wahrscheinlich so unter dem Tunnel, ne? Ja, hier geht's lang. Boah, was tut der unsere Schwester an, Alter? Was tut der unsere Niki an, ohne Witz? Soll die einmal anpacken, dann ist er tot. Das ist eine Geschichte. Ob er dahinter steckt, hinter dem Putz der Nichte, wer weiß. Das werden wir auf jeden Fall sehen. Boah, Feier. Und ich werde auch nachher gleich direkt die nächste Folge aufnehmen, glaube ich. Also das Spiel macht mir sehr viel Spaß. Wie gesagt, ich kann es immer wieder sagen, mir gefällt es, weil es vom Spielprinzip her ganz anders ist. Viele vergleichen das mit GTA, aber ich glaube, GTA und Watch Dogs sind zwei verschiedene Spiele. Weil einfach... Haltet bitte durch, Leute. Ich komme! Sag ich mal, von der Spielphysik her ganz anders ist. Hacken gibt's in GTA nicht. So, wo jetzt? 6 Jahre alt. Tragisch. Wo sind sie? Verschwendung, all das Verschwendung. Weißt du, die echte Tragödie hier ist, dass jemand wie du von so vielen zerbrechlichen Dingen umgeben ist. Das macht dich zerbrechlich. Wo? So funktioniert das nicht. Du solltest rangehen. Ja. Niki, wo bist du? Niki! Denk doch nach. Wenn du Scheiße baust, ist sie tot. Miese Penner. So wollte ich das wirklich nicht. Aber jetzt ist es so. Hättest du auf mich gehört, sähe alles anders aus. Sag mir einfach, wo sie sind. Wo sie sind, ist nur Niki. Der kleine Junge. Weiß nicht, wo er ist. Ich sag dir, wie es laufen wird. Das führt zu einer Festplatte. Es gab doch einen zweiten Hacker. Das führt zu seinem Computer. Finde ihn. Und du erfährst, wer hinter dem Anschlag steckt. Was willst du wirklich? Du hast kein Recht, Fragen zu stellen. Ich will die Festplatte. Mehr musst du nicht wissen. Das ist der Preis für Niki. Hör auf zu denken, Aiden. Ich will regelmäßige Updates. Dafür darfst du mit Niki sprechen. Quid pro quo, ja? Das geht nicht gut aus für dich. Vielleicht, aber keine Spielchen. Wenn es wirklich sein muss, töte ich das Mädchen. Wir hören uns, Partner. So ein mieses, verdammtes Arschloch. Wo ist Jax? Damien hat ihn nicht. Hoffentlich hat er sein Tablet. Da. Er ist im Zug. Oh, Scheiße. Jemand verfolgt ihn. Damien darf sich Jax nicht holen. Er muss sicher sein. Na los, ich kann es schaffen. Ich schnapp mir Jax und dann... Niki. Verdammt. Dieser miese Penner Jax, Damien Branks, Alter, hat unsere Schwester und unsere Neffen, glaube ich, ist das, ne? Das schaffe ich niemals. Ich hacke den Zug und bringe Jackson so weg von den Typen.
Check jedes Auto, das Kind ist hier irgendwo. Okay, das hat Zeit gebracht. Ich schaff's zum nächsten Stopp. Haltet euch, Junge. Der Zug fährt ab. Scheiße. Okay, schnell zum nächsten Halt. Los, los! Fuck. So gut, wir müssen ihn am besten erst neutralisieren und dann ausschalten, quasi. Steigen Sie ihn. Oh, wei. Wir müssen jetzt irgendwie zum Zukunft da vorne. Und so. Oh aussteigen. Bewegung. Hey, hey. Aussteigen da. Wenn er noch da ist. Jax. Doch, ist er. Alles ist gut. Du bist jetzt sicher. Hör zu. Das ist wichtig. Die Männer im Haus, haben dir irgendwas gesagt? Komm, Jax, sprich mit mir. Na los. Wir suchen jetzt deine Mom. Yolanda, hi. Hier ist Aiden Pierce, Nickys Bruder. Ist alles in Ordnung? Es wäre gut, wenn wir uns treffen könnten. Ich bin in der Bahn mit Jax. Ist gut. Wissen Sie, wo Nicky ihn immer abgibt? Ja, wir kommen hin. Du musst jetzt ganz tapfer sein, okay? Oh Mann. Das haben die im Haus gesagt? Das ist gut, Jax. Das ist gut. Hey! Hallo, mein Schatz. Was ist Mr. Pierce? Wo ist Nicky? War eine harte Woche. Sie hat sich gezwungen, Linas Sachen wegzugeben. Ich denke, sie hat sich endlich verabschiedet. Wie schlimm ist es? Schlimm genug. Sie sollte anrufen. Sie wollte, dass ich sie anrufe. Wir wollten fragen, ob sie ein paar Tage auf Jackson aufpassen. Wir bezahlen natürlich. Natürlich. Ich helfe so gut ich kann. Wäre toll, vielen Dank. Nicky muss trauern. Ist hart, aber ist gut so.
Es war schwierig. Aber wir kriegen das hin. Stimmt's? Okay, kleiner Mann. Wir stellen die Stadt auf den Kopf. Na, komm. Bis bald. Halt durch, Junge. Mission beendet. Und was war das für eine krasse Mission, bitte, Alter. Also, man muss sich mal überlegen. Ich meine, steckt da wirklich Damien Brinks dahinter? Steckt er wirklich? Ja, dann wäre das ein richtiger Arschloch. Ein richtiges Arschloch. Ohne Witz. Mach jetzt auch ein bisschen Nebenmission. Weil die Folge das gerade so extrem viel Spaß macht und wir auch ein bisschen die Mission machen. Aufgrund fehlerhafter Ampelanlagen, die schuld an einer Reihe von Unfällen sein sollen, wurde nun eine Untersuchung eröffnet. Die Polizei rät Autofahrern, Kreuzungen nur mit äußerster Vorsicht zu überqueren. Meinst du, das bringt euch was? So, und zwar, also es ist echt so krass, vor allem wie der Junge gerade gelitten hat. Also hat er echt gelitten gerade, also jetzt nicht so, sondern... Oh nein, schon wieder? Guten Tag. Und das sah echt extrem aus bei ihm. So, Fixer-Auftrag starten. Ein paar Fixer brauchen eine Ablenkung. Ich locke die Cops raus und spiele den Köder. Klingt nach einem sauberen Job. Zielfahrzeug beschaffen. Was steht uns jetzt wieder an? Warte mal, wir gehen durch. Hey, durch. Guck mal, das war unser Zuhause hier, also unser OWL-Motel-Ding. Ach so, ich muss die Polizei anlocken, ne? Ja, heftig. Alter, das ist auch so schnell. Kann das denn auch gut driften? Das ist alles immer gleich. Oh, Alter, total spannend. Oh, scheiße. Fuck. Also muss die Polizei auf jeden Fall anlocken, ja? Also innerhalb von den 24 Minuten wäre das. Ja, was ist das für eine Strecke hier? Wenn ich so oft rumfahren würde, wäre ja, eine auch ganz gut, glaube ich. So, 15 von 24 haben wir jetzt. Da ist der 16. in der Nähe. Jetzt sind 14 hier noch. Auto driften kann er auch sehr gut. Und ich kann auch gut Auto fahren. Ja, worauf ich mich auch auf jeden Fall freue, wo da auch 15 Ziel. Auf jeden Fall ein Let's Play geben wird. Ist The Crew. Davon habe ich die Beta gezockt. Ich wusste nicht, ob ich da was hochladen kann, sonst hätte ich es gemacht. Und das Spiel ist echt so hammergeil. Also mir macht sehr Spaß. Auch in der Beta. Und wir schauen mal, wie das Spiel dann so in der Endphase quasi ist.
Mission beendet. Jawohl, 3000 Belohnung. Parkast Square Rally. Geil. Fixe Aufträge 9 von 40. Das Auto kann ich auch weiter benutzen, ist ja cool. Was macht der hier? Oh, Scheiße. So, was haben wir hier jetzt? Verbrechen erkannt. Ja, machen wir auch noch eben schnell. Komm. Verbrechen erkennen ist immer ganz gut. Oder fährt das Auto? Auto fährt sehr schnell. Sehr, sehr schnell fährt das Auto. Okay. Irgendwann da oben vorne soll die Party abgehen. Okay. Der Typ muss in der Nähe sein. Da ist der Verbrechenswahrscheinlichkeit. Dann gehen wir hier direkt hinter. Glaubst du, dass du damit durchkommst? Was sagst du denn so? Oh, scheiße. Verbrecher stoppen. Und statt dass ich B drücke, drücke ich Y einfach. Ah, komm mal her, du Mistsack. Mit meiner Hackfähigkeiten werde alles. Oh. Da gegen die Durchbombe kann ich nicht durchfahren. Oh, Alter, der lässt sich aber ziemlich schwer lenken, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich bin einfach so doof dafür. Ich bin natürlich auch nicht. So, Kollege, jetzt ist Feierabend für dich. Jetzt versuch mal noch ein bisschen. Notrufzentrale, worum geht es bitte? Ja, schnell, die Polizei. Da schießt jemand. Es wird noch jemand verletzt. Wir haben grünes Licht für die VOS-Kette. Wir suchen jetzt nach Verdächtigen. Warum nichts dafür, wenn er auf mich schießt? Warum muss ich dafür zahlen, Alter. Oh, schnell raus, schnell weg. Er lässt an alle Einheiten, die US ohne Ergebnis. Haben ihn nicht gefunden. Sehr schön. Skillpunkte erhalten. Sehr nice. Haben wir denn. Was können wir denn daraus machen? Haben wir. Skillpunkt haben wir jetzt 4, ne? Zusatzakku. Transformatoren. Dampfleitung. Helikopterausschaltung. Das wäre natürlich nicht schlecht. Ja, einmal das. Aber ich kann hier sonst noch irgendwas auswechseln. Erhöht die Schussfrequenz. Verbesserter Fokus. Ja. So, 2 Skillpunkte. Also jetzt haben wir gar keinen mehr. Jetzt haben wir irgendwas gemacht. Einen verbesserten Fokus. Und Brecher-Konvoi. Gut Leute, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst eine Bewertung da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bleibt wie ihr seid und tschüssi Grafsi. Mann, was hat der Damien Brinks mit unserer Schwester zu tun oder was hat er mit ihr vor? Warum musste unser Neffe dann im Raum? Warum das ist immer Neffe? Warum sollte der entführt werden? Ob Damien Brinks echt dahinter steht, dass immer Nichte tot ist? Das sehen wir alles in den nächsten Folgen. Haut rein!